Hol mich heraus, Batman. Wir müssen zu Scarecrow. Wieso so eilig? Hier drüben, Batman. Ich bring dich zu Crane. Ich trau dem Typen nicht. Der war vorhin viel zu abgeneigt uns gegenüber. Und jetzt ist seine Tochter im Arsch. Nein! Wir müssen er richtet gleich seine Knarre auf uns. Scarecrow ist da oben. Was ist passiert? Ich habe Crane verfolgt und wurde geschnappt. Jim, das mit Barbara tut mir leid. Muss es nicht. Bringen wir das hier zu Ende. Hä? Ich hätte ihn aufhalten sollen. Jim, Vorsicht! Oh. Komm, schalte die doch bitte aus, die Typen. Danke. Okay, der ist down. Dann komm du mal her. Und jetzt wir beide. Bist du okay, Jim? Ging mir schon schlechter. Stufenanstieg? Ah, fehlt immer noch ein Punkt. Jim, ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut, sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des 8-jährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht... Wir erinnern uns, Bruce. Wir würden alles für unsere Nächsten tun. Komm schon. Scarecrow hat Barbara gefangen und hat jetzt Jim auf seiner Seite. Auf die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Barbara. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann, hoffnungslos, verraten von seinen Freunden, vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren.
Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich, bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich. Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen Sie ihn hin? Wo ist das Batmobil? Zerstört. Was? Keine Sorge. Lucius hat einen Ersatz. Diverse Verbesserungen, einschließlich eines neuen Waffengenerators. Oh, der Waffengenerator gefällt mir jetzt schon. Wie hier offline? Na kommt, Leute! Ach ja, schön doch mal wieder ein Auto zu haben. Ich muss in Reichweite frontal. Das sind ja nur 24 Panzer. Kein Vergleich zu den 32, die wir vorher hatten, glaube ich. Ach, scheiße. Ich wollte mich gerade freuen, dass meine verdammten Raketen aufgeladen sind. So, noch 11 Stück. Ja, nicht lange. Drohne bezieht Position an der Flanke. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Oh, er wird euch alle abschießen. Na komm. Okay, wo ist der Letzte? Drohneneinheit in Otisburg zerstört. Ein
Einmal parken, bitte. Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, wie ritterlich. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Hey, ich habe zum ersten Mal gesehen, wie der Joker verblasst. Barbara, Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Gut. Und jetzt? Cash, ich habe Barbara gefunden. Ich bringe sie zu den Zellen. Sie lebt. Gott sei Dank. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien, Cash. Ich dachte, er will ihr, also lebendig und so, ne? Hinterher, nicht wegrennen. Wo ist Tim? Ist er okay? Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Ja, völlig freiwillig. Barbara, schön, dich zu sehen. Hallo, Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist. Scarecrow's Männer sind schon da. Die wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten. Nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Gut. Das hoffe ich doch. All die Verschluck Jahre. Dich nicht. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. Total lustig. Hol meine Server zurück, dann finde ich Scarecrow garantiert. Das klang jetzt ein wenig fordernd, Schätzchen. Wir müssen Zugriff auf diese Server kriegen und Dad finden. Ich brauche Zugriff auf meine Daten, sonst finden wir Dad nie. Kannst du zufällig mal nebenbei Selina irgendwie einsacken, damit sie zumindest hier ansatzweise in Sicherheit rumrennt? Barbara ist hier sicher. Der Uhrenturm gehört ganz ihm. Gut. Puh, gut, wir haben wenigstens einen Todesfall negiert. Du stirbst bereits die ganze Nacht und weißt es bloß. Mach sie fertig, Batman. Ich fürchte nur, das mit Dings, das mit Ivy, das war wahrscheinlich echt. Tut uns leid, Batman. Wir haben nichts angerührt. Habt ihr gerade darauf geschossen? Bist du auch gesehen? So leichte kleine Blitze, das sah aus, als würden die auf das Ding schießen. Sieht wirklich ein bisschen anders aus, das Auto, oder? Heller. Oh Gott, dieser Moment, wenn die ganzen Leute, die das Batmobil zutiefst verabscheuen, sehen, wie es vernichtet wird. Und sich in Keks freuen. Weißt du, da freuen die sich denn richtig. Oh, endlich ist die Sache mit dem Batmobil vorbei. Und dann hat Dusches ein zweites. Super.